Moin Moin und Hallo. Herzlich Willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Lamb-Tee. Supergeilen Papawutz-Licht. Das ist richtig cool. Es ist eine Illusionslampe. Es ist so eine Art Nachtlicht, ein Dekolicht, wie ihr es gerne nennen wollt. Und es sieht wirklich nice aus. Ich habe schon mehrere von den Freunden hier. Und der Hersteller Lamb-Tee bietet wirklich ganz viele verschiedene, unterschiedlich wunderschön gemachte Lampen an. In dem Fall ist es der gute alte Pepperwoods. Yeah, im englischen Original heißt es Peppa Pig. Es ist eine britische Zeichentricks-Fernsehserie für Kinder. Und nicht nur für Kinder, weil es ist so süß, dieses kleine, süße, schnuckelige Pepperwoods. Oh. Es kam 2004, also sprich, es ist ein junges Zeichentrick-Cartoon-Stuff-Zeugs. Es ist jetzt kein Oldschool-Klassiker, aber es ist wirklich voll geil. So, aber was auch voll geil ist, ist die Qualität von den Lamb-Tee-Lampen. Es gibt unglaublich viele unterschiedliche Lampen dort zu bestaunen. Und ihr könnt euch bestimmt die Lampe raussuchen, die ihr gerne hättet, weil es gibt hunderte von unterschiedlichen Sachen. Hier, und da ist er, der gute alte Pepperwoods. Ich lege mal auf was Schwarzen drunter. Wirklich, sieht das Ding endcool aus? Ja, es sieht endcool aus. Wie funktioniert das? Der Hersteller hat hier Plexiglas. Dieses Plexiglas wird dann herausgeschnitten. Und in dem Plexiglas selber wird dann mit Hilfe eines Lasers, wird dort im Inneren dann die Figur aus einem Gitter zusammengestrahlt. Und das hat seinen Grund, um erstens natürlich die einzelnen Texturen der Figur in den Vordergrund zu stellen. Aber noch mehr Hintergrund ist, dass dort, weil es ist ja eine Lampe, ne? Und seht ihr auch, das ist sogar hier handgemacht, ne? Da hat so einer 288 drauf geschrieben mit Hand. Das heißt also, das wird wirklich dann auch von Hand ausgeschnitten, ne? Dann wird das wird der Computerlaser machen. Der wird dann dort die Strukturen rein lasern. Und das Besondere ist, die Lamb-Tee-Freundchens, die Lampen, können wir mit unterschiedlichen Lampensockeln uns holen. Okay? Es gibt sie in unterschiedlichen Farben, sie aus Holz, auf Kunststoff, aus anderen Materialien etc. Und das Tolle ist dann, dass in diesen Lampensockel hier unten das schöne, in dem Fall Pepperwoods, reingestellt wird. Also es wird einfach reingestellt, zack, und es steht dann da drinnen auf dem Lampensockel. Und in dem Lampensockel selber, ich hole mal raus, in dem Lampensockel selber sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LED-Spots unten eingebaut, okay? Diese 8 LED-Spots schicken also die Strahlen hier unten rein, weil hier ist ja der Sockelfuß, und dann strahlt das nach oben weg, ne? Und das strahlt dann nach oben weg und diese ganzen einzelnen Strukturen hier drin, die reingelasert worden sind, werden dann beleuchtet. Das ist ein cooler, richtig cooler Effekt, was uns hier so ein Plexiglas mitbringt. Das ist ja das gleiche Material, nur halt in dick, wie auch in den Glasfasernetzen zum Einsatz kommt. Ne? Wir müssen das hier von der Folie noch entfernen. Guck mal, so, zack, schwupp. Und dann leuchtet uns dort Pepperwoods an. Das ist wirklich cool. Es ist wirklich endschön. Es ist ein super schönes Deko-Ding. Und es gibt unfassbar viele Motive, die man dort dann auch, oder die der Hersteller auch flexibel dann fertigen kann. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man dort sogar auch eigene Kunstwerke super einschicken könnte. Also sozusagen sagen, hier, mach mir das oder das. Das könnten wir bestimmt auch. Aber das bin ich mir jetzt nicht sicher. Wirklich cool. Es ist ein schönes, sehr schönes Lämpchen. Es wird betrieben mit einem USB zu USB
Mini-USB, ne? Oder ja, Mini-USB, der wird hier reingesteckt, zack, und blub, und die andere Seite kommt dann in einen Standard-Smartphone-Ladegerätsgedöns rein, ne? Also hier einfach so ein Stecker, oder alternativ könnt ihr natürlich dann auch dort den Computer wählen oder eine Powerbank etc. Und dann kommt der Papawutz oben drauf und kann dann hier an dem Anschaltknopf angeschaltet werden oder ausgeschaltet werden. Es gibt auch diese Lampen mit Fernbedienungen. Na, da könnt ihr auch wählen und dann könnt ihr dort sogar aus dem RGB-Farbspektrum, sprich alle Lampen oder alle unterschiedlichen oder alle Arten von Lichtausbeute im vollen Farbspektrum dann dieses Papawützchen beleuchten. Also es sieht wirklich endcool aus, sehr gut gefertigt und total der Hingucker, sage ich euch. Nicht nur für Papawutz-Fans, sondern für alle möglichen anderen. Sehr nice, sehr schön. Oh, und ich werde jetzt noch hier die Folie abknibbeln. Also ihr müsst immer die Folie entfernen, ansonsten ist das dekorativ nicht so schön. Irgendwo an jeder Ecke gibt es irgendwo mal die Möglichkeit, dort anzugreifen. Eine Seite haben wir schon geschafft, die andere mache ich jetzt gleich noch. Aber das gehört halt auch dazu, damit das beim Transport nicht zerkratzt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun, sun.